Ja, hallo und ein herzlich willkommen zurück zu Embryon. Und mal wieder dabei ist das Smoke und das Sandro. Den wir hier wieder plündern zurückgemacht haben. Jetzt müssen wir mal gucken, hier wegen dem Metroid. Aber so plündern, dass nichts mehr über war. Nur mal gucken. Ist denn der? Offensichtlich nicht da. Vielleicht ist vorhin nur irgendwas eingekracht von dem Haus, wo wir da abgebaut haben. Nee, das klang deutlich anders. Und ich habe auch was auf dem Radar gesehen. Ich auch. Aber dann war es auch mal weg. Vielleicht ist er auch in den Berg geglitscht. Meinst du? Wirklich. Auszuschließen wäre es nicht. Das wäre auch nicht so schön. Ach man. Ansonsten? Flieg erst mal weiter geradeaus. Tja. Oder kann es möglich sein, dass der unter Wasser liegt? Das wäre mies. Das wäre echt mies. Weil du müsstest ja erstmal, kannst halt das alles erstmal durchsuchen. Das Rot? Da ist eine Wand. Willst du denn jetzt hin? Fliegen wir erstmal hin. Wir wollten auch nochmal in den Asteroidengürtel hinten beim Alien Outpost. Ja. Dann demontieren wir hier nochmal so einen Bergbaulaser von dem Schiff und montieren den nochmal den großen dran. Ja. No. 102. Genau. Waren wir hier eigentlich schon? Ja. Also ich und... Wir haben Pflanzenbeete, oder? Nee. Sind das Pflanzenbeete da in der Mitte? War das nicht so? Nee, das war die Statue. Ah, stimmt, Statue. Aber gucken wir trotzdem mal nach Pflanzenbeete. Schade. Dann bräuchte ich aber mal ein paar Bandagen. Gebe ich da draußen. So, wo bist du? Bist du... Ach, da. Warte. Da ist ein Viech. Ja. Oh. Wo ist ein Viech? Hinter dir. Da. Hinter dir. Hinter mir? Wo? Dreht er sich komplett im Kreis? Da. Ist das da? Oh, Weizenkeim. Cool. Hätte mal Licht anmachen können. Das sieht aber nicht gerade hübsch aus. Nö. Adrenalinspritze. Ja, war wohl noch nie alles leer? Ja. Keine Ahnung. Hier ist leer. 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 Nochmal ist leer. Ist so alles... Ah, nee, oder? Ah. Okay. Hier kann man nichts zerlegen, leider. Hier ist der Kern wahrscheinlich noch aktiv. Okay, dann müssen wir mal gucken. Medizinstation. Oh, wir haben eine Menge Material offen rausbekommen, ne? Also, kann man nicht meckern. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ja. Pflanzenbeete? Habt ihr da was gefunden? Ne. Weiß ich nicht. Oh, Kühlschränke. Oh, alles leer. Schweinerei! Oh, hier ist ein Sniper-Rifle. Wieder Weizen. Nährlösung, nett. Was? Aquabeere. Verdorbene Lebensmittel. Oh, hier kann ich mich heilen, Kühlschrank getan, ihr Pappnasen. Adrenalinspritze, Treibstofftank. Ich hab da noch Bandagen hier, hast die alle verbraucht, ja? Smoker. Hätte ich ja noch welche gegeben. Dachte, die reichen. Ja, war nicht ganz voll. Ich habe jetzt noch 8, aber hier war eine Medizinstation, da konnte ich mich komplett heilen. Okay, ja, geht ja. Fuhr mal die Bandagen da. Alles leer. Cool, in der Küchentheke waren Rohre. Was? Ja. Waren da Abflussrohre? Jetzt können sie nicht mehr abwaschen. Hm.
ganz schnell weg, hier, bevor die merken, dass die Kloake verstopft ist. Eine O2-Flasche und O2-Tanks. Ups. Da war ich schon. Wo? Da können wir ja weiterfliegen. Also hier aus, glaube ich, nicht. Warte mal, wo ist denn das Schiff? Da. Du stinkst. Also, da ist größer als unser anderes. Du siehst es immer noch nicht. Ich sitz. Ganz los. Ach, falscher Fuß. Ganz los. Das war ja dahin. Falscher Fuß! Da hast du dein Schiff auf dem falschen Fuß erwischt, wa? Oh. So, jetzt kannst du. Du brauchst eigentlich nur so weiter in die Richtung fliegen, vielleicht noch ein Stück nach links drehen. Ja, sieht schon mal gut aus. Und noch ein Stück nach links. Ja, dürfte passen. Es wird Tag. Es wird wieder hell. Hast dich gewaschen? Was? Ja. Rechts ist auch noch eine Station. Ach ja. Was ist denn das? Zwischen Bäume. Ach, das ist die Handelsstation. Ach so. Na, da können wir nichts abbauen. Nee. Schade. Unsere Base schießt auf irgendwas? Bestimmt da irgendwo eine Drohne oder so. Oder irgendwelche anderen Viecher. Oder vielleicht Raptoren oder so. Minigun-Drohne. Oder sowas. Drei Stück. Ah, bloß die gut, dass ich das eine Flakgeschütz auf den Berg oben drauf gesetzt habe. Die lernen's nie. Ja. Aber wo kommt ihr alle her? Ah, Moment, ich lande lieber hier vorne. Draußen vom Walde, da kommen sie her. Wollten viel Geld und wollten immer noch mehr. Ja. Genau. So. Schnell mal zur Minigun-Drohne. Die Stahlplatten muss jemand anderes mitnehmen, die passen bei mir nicht mehr rein. Na, mein Inventar ist voll. Wo, was für Stahlplatten? Im Schiff. Ich bin gerade draußen. Und klappere gerade den ganzen Ton ab. Oh Gott, gut Material. Ja. Also was wie Computer und so, was wir ja oft brauchen. Hat sie gelohnt. Ich hab Fasern noch eingesammelt gerade. Ist doch gut. Die haben ja Wachsenscheiß, wie sahen die denn aus? Ah. Wenn man einmal nicht aufpasst, ey. Also bei dir ständig? Was? Ach, mein Inventar ist voll. Och, Mann, nö. Ach, so sehen die aus. Aha. Jetzt sag nicht, du hast sie die ganze Zeit liegen lassen, dann hau ich dich. Nein. Oh, jetzt weiß ich wenigstens, wie sie aussehen. Also hat sie liegen lassen. Hm? Nö, ich hab sie jetzt mitgenommen. Weißt, direkt vor unsere Base, also direkt vor unserer Nase. Wo hast du denn die eingesammelt? Dann müssten das auch Fasern sein. Fasern, okay. So. Jetzt muss ich mir erstmal mein Inventar hier leeren. Was hab ich denn überhaupt hier alles? Ein Haufen. Material. Ein Haufen.
Also Kabel brauche ich nicht weg. Du sammelst weg, Taufen weg, ein? Alien-Blöcke, okay. O2-Tank, ja, groß. Ja, muss die Scheiße ja wegräumen, ne? Wo soll ich die Fasern reinmachen? Da, wo du vor uns die Pflanzenbeete gemacht hast. Ah, okay. Soll ich mal testen, ob man die anpflanzen kann? Kannst du versuchen. Boah, ja, passt mir ja. Warte, ich will erstmal den anderen Schrott hier loswerden. Warte, kann ich eigentlich... hier reinmachen. Zack, zack. Hatten wir hier nicht auch einen Bergbaulaser dran? Zack. Den habe ich abmontiert und dann das andere Schiff gebaut gehabt. Achso. Zack. Setzen wir hier zwei dran und dann... Wieso zwei? Wir sind froh. Ich bin froh, wenn ich hier einen dran kriege. Zack, zack, das ist weg. Mein Inventar wird leer. Und konntest du anpflanzen? Nein, ich bin noch nicht so weit. Konntest du sie jetzt anpflanzen? Nein, bin noch nicht so weit. Ups. Ach, ich bin vorbei. Konntest du sie jetzt anpflanzen? Was macht der überhaupt? Wir hatten hier einen Tod. Blödsinn? Ja, passt. Tomaten sind reif, die sammle ich erstmal ein. Ich sammle erstmal alles ein. Dann geht's los. Wir konnten eigentlich die Pflanzen, die wir angepflanzt hatten, nochmal wegmachen. Mit dem Multitool. Da brauche ich da muss ich nochmal hoch. Ich habe keine Munition für Multitool. Ich habe 0 von 0. Das ist nicht viel. Ist das mal 3, 4 oder was? Doch. Schöne Tomaten, Tomaten. Na? Wollte nicht? Zack. Zack. Na? Wieso wollen die immer nicht? Mensch. Die mögen dich nicht. Meinst du? Schon mal daran gedacht? Die müssen mich mögen. Hallo? Wieso müssen? Ja. Warum nicht? Na, aber warum? Na, ja, weil ich freundlich bin und höflich und ja, so. Halt. Wem willst du denn jetzt das Märchen verkaufen? Was denn für ein Märchen? Das wird gerade sagen. Bleib mal stehen. Ja. Ich soll aber stehen bleiben. Wie soll ich jetzt da hinkommen? Wenn ich stehen bleiben will, was will ich? Tomaten? So, ich brauch Fleisch. Fleisch. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Fleisch. Wir brauchen noch Fleisch. Oh, hier haben wir auch viel. Ja. Nährlösung. Okay. Achso, Fasern. Achso, Multitool-Ladung. Ja, Bohrerladungen. Nee. Wieso, was willst du jetzt mit Bohrer? Für abbauen? Wir haben nicht mehr so viele im Pelikan. Multiladung. Echt nicht? Ja, da sind nicht mehr viele da. Okay. Sandro. Danke. Bohrerladung, ich brauche Multiladung. Och ne, jetzt hast du hier alles voll geknallt. Och, na. Ja, jetzt wisst ihr mal, wie ich mich fühle. Wenn ihr alles voller Erze haut. Wieso ihr? Wie sprichst du in der Mehrzahl? Das weil das immer so ist. Was? Auch nicht von mir. Will ich, von wem sonst? Was macht denn der hier? Kann er nicht mal eins voll machen? Mann, ey. So, wo kann man noch was? Achso, Fleisch bräuchte. Fleisch wäre nicht schlecht.
Na komm. Ja, ich kann noch was herstellen. Achso, noch einmal. Bohrladung habe ich noch 22. Bohrladung habe ich noch 11. So, dann nehme ich mal die Tomaten nochmal raus. Mach sicheren. Und kannst du es anpflanzen? Ich brauche ja erstmal Multiladung. Ohne. Hast du schon Pflanzenbeete hergestellt? Ich würde da erstmal versuchen, die Fasern. Ach, ich weißt du, ich brauche ja erstmal Multiladung. Es schleift. Ohne Multiladung kann ich ja nicht. Mann, was brauchen wir überhaupt die Multiladung? Ach nee, jetzt sind wir dran. Zeug. Jetzt ist Sand aber da dran. Leute. Das werde ich nicht, sonst gibt's was vom Koffer. Wie fahrt dann hier 25 jetzt hier? Wir haben schon 137 Fusionszellen fürs neue Schiff. Nett. Wir kommen dem Ziel immer näher und näher und näher. Bis wir davor klatschen. Multiladung. Und Rohre, kannst du es anpflanzen? Immer mit der Ruhe. Nein. Wanderfrag du mal Rohre, der gibt mir keine Antwort. Was mache ich hier weg? Kannst du es anpflanzen? Immer mit der Ruhe. Ich gebe dir gleich mal mit der Ruhe. Ich habe ein Schießeisen. Na toll, jetzt hast du kaputt gemacht, du blöde Kuh. Wo ist er denn? Hier unten. So, wieder. Faser, Faser, Faser und da. Und, konntest du es anpflanzen, Rohre? Immer mit der Ruhe. Wegen die Lenden! Nein, 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 nein. Was nein? Geht nicht. Sag mal. Alter. Ich stehe hier auch noch! So. Jetzt versuch doch schnell abzuhalten. Freilich. Also geht nicht, okay. Hast du schon Pflanzenbeete hergestellt, Rohre? Nein. Warum bist du heute so langsam, Rohre? Weiß ich doch nicht. Jetzt mach doch mal ein paar Pflanzenbeete, Rohre. Wie viel kann ich hier auch? Verdammt, ich hab gedacht, der geht vorne raus. So. Pflanzenbeete werden gerade hergestellt. Wunderbar. Vier Stück sind noch drin, da kannst du rausnehmen. Da müssen wir mal uns auf die Suche machen nach Fasern, würde ich sagen. Fasern. Soll ich das Moped da nehmen? Wir wollten eigentlich gleich losfliegen. Ja, noch. Okay. Mit dem großen Schiff. Wir haben jetzt 41 von 71 Pflanzenbeete. Ja, wartet erstmal. Ich wollte noch ein paar Bohrerladungen fertig machen. 30 Pflanzenbeete noch. 30 Pflanzenbeete. Oh, ja, brauchen wir noch, ne? Dann haben wir sie zusammen. Was? Was hast du gesagt? Darf ich nicht, du petzt. Okay. Oh? Ja? War nur ein Hörtest. Okay. Dann ist es ja gut, dann ja. Wir wollten nur wissen, ob du noch reagierst. Also noch ja. Danke der Nachfrage. Noch ja? Ja, also du weißt wie lange, ne? Ja, deswegen ja. Das weiß ich ja selber nicht, ne? Oh, wir quatschen schon wieder ein dünnes Zeug, ey. Dünn? Ja, besser als die dicke. Hm, müssen wir. Ich weiß auch nicht.
So. Oh, wir sind schon wieder am Folgenende. Schon wieder? Ja, mal weiter, mal weiter. Das geht so schnell, das geht so schnell. Schnell und fix. Also, ich wollte mal noch in dieser Folge hochfliegen. Ja, das schaffen wir jetzt nicht mehr, weil die Folge vorbei weil ist. Weil du immer dumm bist. Ja, ich so, weil du immer ich, dumm bist. Ach, Mann. Natürlich, wir hatten hier fast eine ganze Folge gebraucht, um zu gucken, ob man das anpflanzen kann. Ey, hier wäre noch Satiumerz, 53. Weil du immer bummelst, Roh. Ja, immer. Ist mit Satiumerz, das haben wir doch jetzt hier noch. Hier haben wir auch noch Satiumerz. Eins, haben zwei, dreimal 999. Wo? In den einen Container hier. Welchem Container? Ja, hier. Den hier. Da. Satium. Hatte da nicht jemand gesagt, er hätte das verbraten? Ja, hat er auch gesagt. Frage. Da hat es jemand versteckt. Ich hab doch gesagt, das liegt irgendwo im Container. Mhm. Nachgucken. Ja. Aber trotzdem sind wir am Folgenende. Wir sind schon mal da in Überlänge. Meine Güte. Okay. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, dann macht ein Like oder schreibt das in den Kommentaren. Oder abonniert uns, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Würde uns freuen. Das war's. Bis denn dann. Ciao. Ciao. Das ging aber schnell. Ja, ja. Geht aber noch schneller. Das geht noch schneller. Oh, nee. Tschüss. Bis denn. Aber ich hab's noch mit doof zu tun.